Jo, und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Notruf 112, der Feuerwehrsimulator. Ja, in der letzten Folge, da hatten wir natürlich ein paar kleine Aufträge, wie die Ölspur und Kleinflächenbrand, da wo die kleinen Banditen immer sitzen und alles anzündeln. Was hatten wir mehr? Da hatten wir noch einen kleinen Verkehrsunfall, aber keine verletzten Personen. Das war nur Batterie abklemmen, Öl abbinden, das war's. Jo, jetzt stehen wir hier auf der Wache und warten mal. Ach, da brauchen wir nicht mal warten. Ah, Kleinflächenbrand mal wieder. Ihr mal sehen, ob die kleinen Banditen da wieder waren. Fahren wir mal hin. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand, Einsatz für TLF 2, Nachbarsweg. Nachbarsweg? Ob das wieder die gleiche Adresse ist, weiß ich nicht. Würde mich nicht wundern, das klingt schon fast nach einem Pyroman. Jo, schnell ins Auto. Motor an, Partybeleuchtung an. Zack. Zack. Fahren wir da mal hin. Sitzt du gut? Ja, ich auch. Lass uns los. Schauen wir mal, ob das in der gleichen Adresse ist. Sag mal, geht's noch? Hui, das war knapp. Was ist denn los mit den Leuten? Nee. Da haben wir das da vorne. Nee, hier hat es noch nicht gebrannt vorher. Aber hier mal wieder, ne? Toll. So, ich würde mal sagen, absitzen. Was ist das denn hier? Sag mal. Schön auf der Wippe. Da hat wohl jemand richtig heiß gewippt. Zack, fertig. Ach, das ging doch mal echt. Das ging doch mal ratzfatz. Rein da. Tor schließen. Nee, was ging das schnell? Das war ja schon Rekord. Das war ja schon echt Rekord. Würde ich sagen. Fahren wir mal zurück. So, da sind wir auch wieder. Einmal schön einparken. Jetzt flippt die Kamera wieder ab. Ja, genau. Wie immer. So. Parken. 3 Minuten. Alter Schwede. Hier sind wir einfach gut, Mann. Jo, vielen Dank für den Einsatz. Da warten wir mal auf den nächsten, ne? Mittlerweile wird es ja auch dunkel. Jo, da haben wir unseren nächsten Einsatz. Oh. Abfall im Containerbrand. Das schon, wie ich in der letzten Folge sagte, das wird langsam einseitig. Brandschutz. Containerbrand. Einsatz für TLF 2. Partybeleuchtung an. Ja, sehr einseitig. Wo ist ja unser Kollege? Sag mal, was machst du so lange? Komm mal rein da. Wartest du noch auf schönes Wetter? Ach, du hast aber schnell den Helm angezogen. Donnerwetter. Jo, dann hier. Anfahrt zum Einsatzort. Los geht's. So, weg da. Ja, ich denke auch, ich denke auch, dass das hier die letzte Folge wird. Vielleicht kommen die ja mal mit ein paar neue Sachen, dass es mal ein bisschen mehr interessant wird. Leider wurden es nicht so viele Folgen. Ich glaube nur 7. Naja. Was soll's? Macht ja auch keinen Spaß, ganz halt auf dasselbe zu gucken.
So, wir wechseln hier wieder. Was? Schnellangriff, jo. Ist schon ziemlich einseitig, ne? Leider. Könnten Sie euch mal was anderes einfallen lassen. Auf jeden Fall mehr Szenarien, wäre schon geil. Verpixeltes Feuer. Das ist immer besonders schwer zu löschen. Sehr, sehr schwer. Ja, besonders hier. So, schön. Da haben wir nochmal Glück gehabt, dass das nicht zu verpixelt ist. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht ausgekriegt. Und hier natürlich wieder die Luft löschen. So, wunderbar. Ich würde sagen, wir steigen wieder ein, da. So, komm, damit ich das Tor dicht machen kann. Einsteigen und wir ballern zurück. Das war mal wieder super schnell, wie immer. Wir sind schon echt krasse Fiber, Leute. So, Einsatz bald über Funk. Los geht's, zurück zur Wache. So, schön einparken. So, wie schnell waren wir? 4 Minuten, natürlich. Mittlerweile sind wir ja auch Profis. Ja, dann würde ich sagen, einen Einsatz schaffen wir auf jeden Fall noch. Jo, da haben wir unseren nächsten Einsatz. Und mal wieder Kleinflächenbrand, ne? Also, wie ich schon sagte, zum Glück ist das hier die letzte Folge. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand. Komm, Einsatz, den nehmen wir noch mit. TLF 2, Ulmenhorstweg. Ulmenhorstweg. Warten wir noch auf unseren Kameraden hier. Och, wie das dauert. Soll ich mir noch einen Kaffee machen? Lass dir ruhig Zeit. Ja, sehr schön. Jo, ballern wir da mal hin. Hier ist auch ein Unfall. Ja, toll. Jo, schauen wir mal, wie das aussieht da. Bestimmt wieder hier, ne? Der Pyroman ist wieder in der Stadt unterwegs. Selbstverständlich. Boah, sag mal, die fahren aber auch wie die Henker, ne? Also das gibt's doch nicht. Sag mal, wo ist... Ach, da sieht man das schon. In der Ferne lodert es. Das ist aber... Ach so, wir können hier abdrehen. Hier rein. Was brennt da denn? Weiß man nicht. Das weiß man nicht. So, wir wechseln wieder, damit wir auch was zu tun haben. Ja, erstmal absperren, das ist immer das Wichtigste. Lassen brennen, wir sperren erstmal ab. So, sehr schön. Achso, hier, ne? Angekommen. Nehmen wir mal unseren Schnellangriff. Kann losgehen, Wassermarsch. Ja, natürlich geht er los. Zack, zack, zack. Mensch, das lodert aber auch. Ah, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Oh, das wieder verpixeltes Feuer. Da muss man immer besonders aufpassen. Ach du Heilige. Oh, nee, du. Ah, das kriegen wir noch im Griff hier. Vielleicht.
Hat der Magger hier überhaupt eine Taschenlampe oder irgendwas? No. Gibt's nicht. Brauchen wir nicht. Wir haben Nachtsichtgerät. Augen. So. Schön. Brand gelöscht. Das Ding wegpacken hier. Rein damit. Und dann wechseln wir mal zum Fahrer. Sammeln wir mal den Kram ein hier. Gib her. So, rein damit. Verstauen. Mach zu, das Ding. Jo, einmal wenden. Geht schneller, als durch die Wüste zu fahren. So, erstmal hier, ne? Einsatzbereit über Funk. Können wir hier Blaulicht, Partybeleuchtung ausschalten. Dann fahren wir mal zurück. Ja, vielen Dank, ne, Erwin, für die gute Zusammenarbeit. Fahren wir mal zurück. Das dauert hier aber auch, ne? Komm, geht schneller. Machen Sie Platz. Volle Granate zurück. Ist auch die letzte Folge, deswegen können wir mal ein bisschen Radau machen. Geht doch schneller. Weg da. Weg da. Siehst du, so kommt man viel schneller nach Hause. Geht viel, viel schneller. Sollte man sich mal merken. Ist man auch viel schneller bereit für den nächsten Einsatz, ne? So, einparken. Flippt die Kamera wieder ab. So, rein da. So. Das war doch mal echt super effektiv. 6 Minuten. Ach, das geht ja noch. Komm, lass an. Lass an, das Ding. Das sieht gut aus. Jo, Leute. Ich sag, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr Bock hattet, die ersten 7 Folgen zu schauen. Ich hatte ja auch einen Livestream. Da habe ich 1 Stunde gespielt und das war mein erster Livestream, war nicht ganz lustig. Aber ich denke mal, das hier ist auf jeden Fall die letzte Folge von Notruf 112 oder Feuerwehrsimulator. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen neuen Inhalt dazu. Also ich sage auch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in den anderen Videos. Und macht's gut. Tschüssi.